Hallo! Hey! Herzlich willkommen zu einem spontan Donnerbe Donnerbetito. Spontan Donnerbetito. Spontan Donnerbetito. Sag das mal selber dreimal laut und dann will ich mal. Okay, kann nicht reden. Kann nicht reden. Wir fangen nochmal an. Hallo! Herzlich willkommen zu einem spontan Donnerbetito. ja, Leute, ich war heute bei Go Asia und habe ein paar Sachen gekauft und habe mir gedacht, ich zeig euch, wie ich eine von diesen Instant-Nudeln-Dingern mache und probiere das und sag, weiß ich nicht, film halt, wie ich's esse so und sag halt, wie es ist. Und mache jetzt auch nicht so eine Art Don Appetito, wo ich jetzt alles irgendwie hier so, das ganze Zubereitung filme groß. Ich meine, ich mache halt Wasser heiß, kipp das drüber, mach's in eine Schüssel und ess. Ich wollte euch mal ganz kurz zeigen, was ich gekauft habe. Quasi ein Haul. Habe ich auf Instagram schon gepostet. Scheiße, machen wir hier nochmal. Und zwar habe ich geholt Noodle Bowl in Spicy Chicken Flavor. Wir haben ein paar ja, Instant-Nudeln, würde ich schon sagen. Dann haben wir von dieser Marke Tasty Treat habe ich verschiedene Sorten gekauft. Die probieren wir heute mal noch nicht. Ich zeige euch zum Schluss, welches ich heute probieren will. Das hier ist Artificial Spicy Beef Flavor Instant Nudeln. Keine Ahnung, ey. Aber ich bin all in gegangen bei der Marke. Ich dachte mir so, okay, wenn die gut sind, weil ihr müsst euch so vorstellen, ich weiß nicht, ob ihr schon mal im Go Asia Supermarkt wart. Das ist also für mich zumindest eine komplette Reizüberflutung. Es gibt, glaube ich, drei komplette Gänge, die nur mit Ramen-Nudeln, Instant-Nudeln sozusagen befüllt sind. Ich bin so jemand, ich gehe einfach jetzt mal nach der Verpackung. Habt ihr irgendwie Tipps oder so für geile Instant-Ramen-Nudeln? Dann haut's in die Kommentare, sehr gerne. Tasty Treat. Dann habe ich noch so ein rotes, das ist Roasted Beef Flavor mit dem Elefanten. Und davon habe ich gleich zwei gekauft, weil ich einfach dachte, das sieht so geil aus. Und zwar Lemon Spicy Flavor. Ich gehe davon aus, dass das geil schmeckt. So, also zwei davon. Ich habe noch zwei Chiliöle gekauft. Öls. Und zwar, das kenne ich noch nicht. Das sieht aber irgendwie richtig geil aus. Also ich denke mal, das ist so ein klassisches Chiliöl. Fun Fact, Leute, ich habe übrigens neulich selber versucht, Chiliöl zu machen. Das war so ein absoluter Fail. Es war so ein krasser Fail. Ich habe irgendwie so ein TikTok gesehen, wo einer das erklärt, dass man halt im Grunde genommen für Chiliöl ja nur, also für die einfachste Variante, er hat so zwei Varianten gemacht. Und das war, glaube ich, ein YouTube-Video. Mann, mir fällt das dann immer nicht ein. Das ist eigentlich, wäre fair, das jetzt zu verlinken und so. Aber ich habe keine Ahnung. Ich habe irgendwie das nachts geguckt. Auf jeden Fall hat er so zwei verschiedene Arten gezeigt. Also einmal so richtig aufwendiges Chiliöl, was man auch richtig in so ein Einmachglas macht mit so lauter so angerösteten Gewürzen, so Sternanis und Szechuan-Pfeffer und so und lauter so Krams. Sah richtig geil aus, aber hatte ich keinen Bock drauf und er hat eine andere Version gezeigt, so eine kurze Version. Und im Endeffekt ist es ja nur Chili-Flocken, einfach die vom Supermarkt kannst du nehmen, ja, so die wirklich die billigste, schnellste Variante und Knoblauch, so fein gehackt, Salz, Pfeffer und dann halt die Mischung nimmst du und dann kippst du da halt heißes Öl drüber. Das Problem ist, ich habe, glaube ich, das falsche Öl genommen. Ich habe nicht Sesamöl, das war Sonnenblumenöl. Ich weiß auch nicht, ich habe das dann so heiß gemacht und der hatte auch in dem Video so ein Temperaturding, wo man halt weiß, wie heiß, also muss halt irgendwie 350 Grad sein. Ich habe einfach so heiß gemacht, bis es halt, und dann hat so angefangen zu smoken, so das Öl, was glaube ich nie ein gutes Zeichen ist. Und ich habe dann diese Schüssel gehabt mit diesen Gewürzen drin und wollte es so drüber kippen und dachte mir, als ich es gemacht habe, so, kann es sein, dass ich gleich sterbe? Kann es sein, dass das der Moment ist, wo ich einfach sterbe, weil ich mir einfach kochend heißes Öl irgendwie aus Versehen irgendwie irgendwo drauf kippe und einfach tot bin? By the way, der Rauchmelder ging an. So, anyway, also da war schon eine Katastrophe. Ich kipp's so drüber, das fängt alles an so krass zu dingsen, kochen. Und dann habe ich es abkühlen lassen und es hat richtig scheiße geschmeckt. Es war richtig scheiße. Also von daher Projekt Chiliöl nicht geglückt. Und dann kaufe ich es lieber. Also wie gesagt, das soll richtig geil sein. Und ich habe von dieser Marke, die Marke ist der Shit Loagama, wollte ich eigentlich das Crispy Chiliöl kaufen. Das hatten sie aber nicht mehr. Das ist geil, das ist so Chiliöl mit so crispy Stücken drin. Das ist richtig geil so zum Verfeinern von so Ramen-Nudeln. Aber das hat Peanuts. Das mit Peanuts und Chiliöl. Also vor allem, weiß ich nicht. Was heißt vor allem? Genau. So, und die, mein Gott, viel zu lange Einleitung. Egal, vielleicht auch nicht, aber ich muss ja auf 8 Minuten kommen, damit wir es monetarisieren können. Wir probieren heute diese hier aus. So, wir müssen jetzt kurz das Thumbnail. Das Thumbnail was machen.
Das ist so unangenehm, aber es geht halt so. Dann, ja, wir machen einfach wie Don Appetito. So aus der Hüfte, ich mache einmal kurz, ich mache nur an und aus. Da müssen wir nicht groß rumschneiden. Und ja, die probiere ich heute jetzt gleich aus. Also ich mache Wasser heiß und kipp's halt drüber. Die heißen, also Beef Flavor, also irgendwie Beef. Und die sind, naja, warte mal, weißt du was, ich setz mal ab und dann mache ich die Kamera da drüben hin, dann zeige ich so, was da drin ist. Okay, bis gleich. Also für euch kein großer Zeitunterschied. So, ich hoffe, ihr könnt mich gut hören. Ich habe jetzt die Kamera mal so gemacht, so ganz nice, ne? Schön scharf alles. Ja, wir machen die, ups, oh, wir machen die jetzt mal auf. Und gucken, was da drin ist, ne? So, wir haben hier einerseits so eine, okay, das habe ich jetzt irgendwie anders erwartet, aber okay, so eine Noodles. Und dann haben wir, oh, es riecht schon. Ja, aber halt das, wahrscheinlich hier die Granulat. Und, oh, das sieht schon ganz heftig aus. Hier, sorry, dass die ganze Zeit die Kamera wackelt. Okay, das ist auch, da sind auch so richtig so Pfefferstücke drin, Alter. Das war's. Okay, das war jetzt irgendwie unspektakulär, dafür jetzt die Kamera umzubauen. Naja. Ach so, ich habe noch vergessen, ich habe Schüsseln gekauft heute auch. Man kann bei Goesche auch mal so Porzellan oder was auch immer, so Geschirr kaufen, meine ich. Der ist doch geil, oder? Da machen wir das gleich rein. Und ich habe noch eine größere, sorry fürs Wack, ich komme die ganze Zeit gegen Stativ. Die hat gekostet, ja, 16 Euro. Aber finde ich auch echt nice, oder? Ist doch wirklich eine richtig schöne Schüssel, finde ich. So, übrigens, Leute, ich habe keinen Wasserkocher mehr. Das heißt, ich mache jetzt einfach hier heißes Wasser rein und mache das heiß und kipp's dann drüber, ne? Ist ja. Okay. So, Wasser kocht, also noch nicht, aber gleich hoffentlich. Während das Wasser kocht, mache ich einfach schon mal das Zeug hier rein. Ich meine, oh shit. Das ist halt komisch. Ich habe das Stativ direkt so vor meiner Fresse hier. Oh. Okay. Aber davon werde ich doch nie satt, ey, denke ich mir gerade. Ich habe halt richtig Hunger gerade. So, und dann machen wir mal das hier auf. So, mal gucken. Machen wir mal sehen. Hier, mach mal scharf. Ah, gute Kamera. So, drauf. Ah. Und dann das Zeug hier. Oh, ich glaube, vielleicht brauche ich dann. Oh, nee. Ah! Okay, let's go. Oh, das sieht schon. Das ist richtig dickflüssig, ne? Das sind, glaube ich, echt. Was ist das? Ist das Szechuan-Pfeffer oder so? Das sind so richtige kleine so Stückchen drin. Die sind kleine, so, wie so Pfefferkörner. Ja, aber riecht intensiv. Also riecht gut. So, dann ich mal. Wasser kocht auch gleich und dann gießen wir das drüber, ne? Das kocht, dann machen wir das mal aus und nehmen das direkt. Vorsicht, 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 Vorsicht. Dann machen wir mal drüber, ha? Ist nicht wie viel, so dass es halt schwimmt, ha? So muss es, glaube ich, reichen. So, dann nehmen wir hier und schon mal so ein bisschen rühren. Das sieht von der Farbe ja schon nice aus, muss ich sagen, hier, so das Süppchen. So, ich melde mich dann gleich, wenn das hier quasi fertig ist und dann probieren wir das. Also ich muss sagen, das sieht, ich habe es noch nicht probiert, es sieht schon echt gut aus und das, oje, das riecht auch richtig nice, muss ich sagen. Wir probieren gleich mal, aber guck mal, ist noch nicht ganz fertig, aber es sieht schon gut aus, ha? Okay, dann probieren wir es mal. Ich habe es irgendwie nicht hingekriegt. Also wir machen das andere, so Foodblogger, dass man, wenn die so essen, die machen das, die Kamera so von unten, aber mein Stativ hat ja eine Mindesthöhe. Ich habe gerade schon geguckt, ob ich das irgendwie mit so Hilfsmitteln, egal, wir machen das so. Ihr habt es ja gesehen, wie es aussieht. Ich kann es ansonsten nochmal in die Kamera zeigen. Das dampft richtig nice. Und ich habe mir hier schon mal bereitgestellt, können wir gleich nochmal dann verfeinern, mit dem Chili-Erdnuss-Dinger-Öl. Also wir machen es erst so. Ich probiere erstmal nur die Suppe. Boah, das ist richtig, hat richtig so Fettaugen und so. Boah, sag mal. Ja, egal, ich esse aber. Holy shit! Ist das geil! What? Aber ihr müsst es ja sehen, ich bin doch ein schlechter Foodblogger.
Ja, war mal. Mm. Ah, nicht runterfallen. Hm. Alter. Das ist so tasty. What the fuck? Mm. Da habe ich die Packung schon weggeschmissen jetzt. Scheiße. Mann, ich will noch mal gucken, wie die heißen, aber ihr könnt ja zurückspulen. Ich hole mir die noch mal irgendwann. Boah, die haben eine gute Schärfe. Also jetzt nur mal die boah, jetzt ein bisschen... Oh, hey, jetzt kitzelt's. Aber nicht so richtig doll. Übrigens, wie geil übrigens, dass ich hier gerade meine Wäsche, meine Tagesdecke hier aufhänge. Anyway. So, jetzt probieren wir mal mit den Nudeln. Kameraperspektive, scheiße. Ich weiß, ihr seht das, man muss das gleichzeitig sehen, aber wir machen jetzt mal so einfach. Mal schauen. Oh, guck mal, ich bin ein richtiger Vlogger, Alter. Okay. Und mal höher sitzen. Ja, bisschen kühlen, kühlen, kühlen. Ey. Das sind die besten Instant-Ramen-Nudeln, die ich in meinem Leben jemals gegessen habe. Jetzt ohne Scheiß. Die haben genau die richtige Schärfe. Guckt euch mal bitte an, wie... Ich mach mal irgendwie so. Pass auf. Ihr könnt ja so sehen. Ich glaube, so hätte ich es die ganze Zeit schon machen können. Moment, Moment. So, hier. Guckt euch mal bitte an, wie... Also diese Fettaugen mäßig so, ne? Das ist so richtig... ja, ist das kräftig. Und das ist ohne Scheiß, Leute, richtig lecker. Und deswegen esse ich das jetzt und mach den Vlog aus. Mm. Mmh, schlupf, schlupf. Mmh. Okay, ich esse das jetzt. Mega, mega gut. Und es gab mein Mittagessen. Ich wünsche euch alles Gute. Lasst ein Abo da, falls ihr noch nicht abonniert habt hier auf dem Kanal. Würde mich freuen. Und lasst mich das echt wissen, falls ihr euch nochmal genau so eine Videos wünscht. Weil ich sag's, wie es ist. Für mich ist es einfach. Mir macht Spaß. Und ich habe noch einige so Ramennudeln, die ich testen will. Ich habe gerade ein bisschen wieder so eine Instant-Ramen-Nudeln-Phase. Und wirklich, ohne Witz, ich sag's jetzt, ich sag, ohne Schiss, ich sag 10 von 10. Ich sag 10 von 10. Das ist so, ich muss bei Messer den Geschmack beschreiben. Das ist so sehr beefy, es ist richtig reichhaltig, es wärmt so von innen, es hat eine gute Schärfe, aber nicht zu doll. Und ja, es schmeckt einfach super intensiv. Also, kann ich empfehlen. Also, haut rein, bis zum nächsten Video. Euer Donny. Ciao.